Vor 3 Wochen hat Tabellenschlusslicht Akroni Jesenice dem KAC bereits ein Bein gestellt. Der Vorsprung auf die Konkurrenz schmilzt. Weitere Siege müssen für die Klagenfurter und Geburtstagskind Raphael Herburger also folgen. Aber der KAC wird gleich kalt erwischt. 64 Sekunden gespielt, die Slowene mit trockenem Tic-Tac-Toe. Robert Sabolic mit dem 1:0, sein 20. Saisontor. Der KAC am Anfang zwar mit viel Druck, aber die Red Steelers mit den besseren Chancen. 8. Spielminute, keiner greift Manfreda an und der mit dem 2. Tor des Tages. Es dauert bis zur 11. Spielminute, bis die Rotjacken anschreiben. Kapitän Christoph Brandner unter tatkräftiger Mithilfe vom zuletzt starken Jaakko Suomalainen mit dem Anschlusstreffer. Der KAC spielt jetzt schneller und sucht konsequenter den Abschluss. Brandner im Powerplay auf Fury, der mit der Zeit und im Auge für Martin Schumnick. Der Ausgleich in der 14. Minute, der erste Saisontreffer des Klagenfurter Eigengewächses. Kurz vor der Pause wird es noch einmal gefährlich im Drittel der Klagenfurter. Leisek auf Kavosi und Clement Brettner vollstreckt. 2:3 aus Sicht der Hausherren. Die mitgereisten Fans kommen bisher voll auf ihre Kosten. Im Gegensatz zum ersten gibt's im Mittelabschnitt eher spielerisch schon konserviert. Dann aber eine 5:3 Überzahlsituation für den KAC. Herbert Ratz prüft das Gestänge. Manny Viviras aber nicht zufrieden mit der Chancenauswertung seiner Mannschaft. Nächstes Powerplay für den Tabellenführer. Spurgeon tankt sich durch, Schuller vergibt und auch Brandner scheitert mit dem Nachschuss. Weiterhin kein Tor für den KAC. Der Schlussabschnitt beginnt dann voll nach dem Geschmack der Jesenice-Anhänger. 43. Spielminute, die Slowenen erneut mit mehr Zug zum Tor. Leichtfertiger Scheibenverlust, Marco Vosi mit dem Breakaway und dem erfolgreichen Abschluss. Der Amerikaner darf über seinen 3. Saisontreffer jubeln. Lediglich 45 Sekunden nach dem erneuten Rückschlag. Die Klagenfurter haben sich noch kaum vom letzten Gegentreffer erholt. Schon klingelt es wieder im Kasten von René Svette. Brettner mit dem Hammer von der Blauen. Das 5:2 für Jesenice. Der KAC jetzt aber bei der Ehre gepackt. Kommt noch einmal und verkürzt dank David Schuller auf 3:5. Der nächste Jesenice-Angriff folgt aber zugleich. Wieder im Powerplay. Mitya Rober auf Rock Tijar und der auf ihn sonst Clement Brettner, der Mann des Spiels. Ein 3. Tor des Tages. Kurz vor Ende betreibt die Heimmannschaft dann noch ein wenig Ergebniskosmetik. Dieter Kalt mit seinem 13. Saisontor stellt auf den Endstand von 4:6. Jesenice prolongiert die Krise des KAC, der zum 8. Mal innerhalb der letzten 9 Spiele als Verlierer vom Eis geht. Man sieht einfach, wir sind total verunsichert am Eis und das, was vorher funktioniert hat, funktioniert überhaupt nicht mehr. Unser Powerplay ist auch relativ schlecht zur Zeit. War vorher schon nicht wirklich gut, aber jetzt geht gar nichts mehr. Und das hängt halt alles, so wie es vorher gut gelaufen ist und Scheiben reinspringen, von denen man eigentlich nie gedacht hat, dass sie reingehen. So bauen wir jetzt halt 10 Chancen dazu, dass wir mal ein Tor machen. Und das ist halt alles ein bisschen gekippt. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir uns da irgendwie wieder rauswinden und auf die Siegerstraße kommen. Ich glaube, heute war es unsere starke Defensive, die wir auch intensiv trainiert haben. Ich glaube, die letzten 3 Spiele haben wir bewiesen, dass wir, wenn wir gut Eis laufen und als ein Team auftreten, jede Mannschaft in dieser Liga schlagen können.